Hallo und herzlich willkommen zurück. Na super. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Nach einer längeren Zeit kommt hier auch mal wieder was. Ich habe es momentan nicht geschafft, so viele Videos aufzunehmen. Ich bin total zeitlich beschränkt aktuell. Und da müssen wir mal schauen, dass wir das wieder ein bisschen auf Vordermann kriegen. Und zwar, ja, heute spielen wir hier weiter. Für die nächsten Tage werde ich mir was anderes überlegen. Muss mal schauen. Vielleicht werde ich auch mit RCT 3 jetzt dann bald mal wieder weitermachen. Aber momentan sind wir hier im schönen London. Und wir werden die nächste Mission machen. Und zwar direkt jetzt von der Sequenz 4. Hey, verpiss dich, bevor ich dir die Beine breche. Ja, versuch's mal. Und... ja, das wollte ich auch noch machen, aber ihr seht, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, dass ich mir die ganzen Gegenden an mich krall. Ich habe immer noch überall die ganzen Igors rumlaufen und die anderen Hütchenträger. Gut, aber ich glaube, ich hätte mir fast eine... wobei, hier ist noch eine Kutsche. So, rutsch du mal ein bisschen. Dankeschön. Und dann... aber weißt du was? Ich markiere mir das jetzt erstmal, weil ich muss hier runter. Das zu Fuß laufen ist auch ein bisschen weit, würde ich behaupten. Gut so, Mädchen. So. Gut. Lauf schön weiter. Dann reiten wir da mal hin. Und hier gibt es anscheinend keine Vorwärtsregelung. Achso, ich war auf der Seitenstraße. Und so eine Hupe hätte ich gerne. So, hier haben wir auch noch nichts erobert aus dem Viertel. Aber ich habe gesagt, das Erobern, das möchte ich eigentlich dann, ja, nicht direkt im Let's Play machen. Ich meine, hier mal das erledigen, hier was hinfahren und sowas. Das ist jetzt nicht so spannend, würde ich behaupten. Wenn man es doch sehen will, okay, dann werde ich es natürlich auch so machen. Ansonsten mache ich es ohne euch. Gut, 320 Meter haben wir noch. Auf geht's. Ja, sehr gut. Ach, ich könnte ja auch etwas schneller laufen. Noch 150 Meter. Uff. Entschuldigung, Pferd. So, dann bin ich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Das letzte Assassin's Creed Video, das ist ja doch schon eine Zeit her, und das, wo ich es aufgenommen habe davor, das war ja noch länger. Also ich glaube, dass ich jetzt gut 3 Wochen kein Assassin's Creed mehr gespielt habe. Gut, dann schau mal, Jack und Eve besuchen Alexander Graham. Schauen wir mal. Ah, Jacob, Miss Fry, schön Sie zu sehen. Oh, kennen Sie Starricks neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir sie. Oh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an ihre Armschienen an. Alec, Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen. So, die vermisste Crew aufspüren. Ich weiß noch gar nicht, wie weit jetzt wir hier weg sind. Warte mal. Ach, das hätte ich auch zu Fuß laufen können. 199 Meter. Aber mit der Kutsche geht es halt doch viel, viel schöner. Auch wenn man mit dem Linksfahrgebot hier, wenn ich damit noch nicht so ganz klar komme. Aber, Moment, stopp. Gut, Straße geschlossen, sagt er. Aber wir sollen ja hier die Crew aufspüren.
Dann machen wir das natürlich auch. Nächstes Mal seht zu, dass ihr für die richtigen Leute arbeitet, ihr Trottel. Keine Sorge, wir werden eure Kabel schon abliefern. Sie haben bloß einen neuen Empfänger. So, gut. Halluzinogene Bolzen können ins Feuer geschossen werden. Okay. Schauen wir mal ganz kurz. Schauen wir mal. Okay, sehr schön. Ach, jetzt greifen sie. Ach, super. Einen haben sie schon abgemurkst. Den anderen Typen, den kloppt man noch einen drauf. Hallo, hau doch erstmal den anderen daneben, aber. Ja gut, dann schlagen wir hier Mr. Sonnenschein. Der ist immer noch benommen. So. Gut, mit dem Adlerauge aufspüren. Ach, hier sind noch Geiseln. Hallo, Leute. Ich finde raus, wo sie dich begraben. Alles gut? Ich bin kurz davor, dich zu Hause an meine Hunde zu verfüttern. So, Dankeschön. Gut. Wir, was wir natürlich auch immer machen, plündern und klauen hier, was das Zeug hält. Da haben wir nochmal einen Bolzen dabei. Ich kann es nicht mal aussprechen. Schau mal, du gehörst hier dazu. Okay, du bist nicht böse. Dann hauen wir hier auch nochmal auf. Sehr schön. Noch eine Kiste. Das ist ja wie eine Goldgrube hier, würde ich sagen. Und wir haben aber noch eins. Oh ja. Und hier unten haben wir auch noch eins. Ja. Ist ja gut, ist ja gut. So. Hasta la vista, Hütchenträger. Gut, da haben wir auch noch einen. Den klatschen wir natürlich auch gleich noch um. Hier plündern wir. So, wir müssen noch eine Fracht aufspüren. Ja, ja, ist gut. Noch eine Fracht aufspüren. Schauen wir mal. Da sind überall noch solche Typen, aber die sind vom Level her so scheiße. Sollten normalerweise kein Problem mehr sein. Da ist die... Ah, okay. Da ist die nächste Kiste. Ups, Entschuldigung. Ah, er ist auch benommen gewesen. Weiß gar nicht, wieso eigentlich. Ach, schau an. Super. Das war ging schnell. Oder das war klasse. So, Moment. Bevor wir da wieder irgendwas anders machen. Plündern, plündern, plündern. Ich brauche unbedingt. Ach, schau an. Hallo. Wie geht's? So, Kopfschluss. Nice. Nice. Das wäre der Hammer. Ach halt, Moment, ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. So, jetzt. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund die eigentlich auch gerade benommen war. Ja, die Lotto zahlen für nächsten Samstag. Es
es ist schon echt mies, muss man schon mal sagen. Also, ganz ohne ist es nicht. So. Gut. Hier gibt's... Kiste? Hallo? Hier ist noch irgendwas. Genau hier. Das wird doch nicht auf dem Dach stehen, oder? Nö. War hier die Kiste? Haben wir die kaputt gemacht? Vor allem höre ich sie auch nicht so funkeln. So, Fracht aufspüren ist klar. Habe ich ja schon gemacht. So, den Fall hätte ich mir nicht sparen können. So, willst du nicht plündern? Nein, gar nicht. Okay. Dann lass das bleiben. Halt, was war hier? Ach, schau an. Können wir anzünden und tragen. Ist ja geil. Gut. Warte mal. Wenn wir jetzt hier dieses Dings reinschmeißen. Oh. Na gut. Ist egal. Dann holen wir uns jetzt hier die letzte Kiste noch. 2 von 3 haben wir gerade. Dann haben wir jetzt 3 von 3. Es gibt Ärger an den Docks, Leute! Wir müssen die Ladung sofort zu Steric bringen! Macht euch aus dem Staub. Ziel. Entfernung zum Ziel verringern. Wie? Ich soll doch dahin, oder? Hopp. Ach, hier ist noch ein Schiff. Hopp, schneller, 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 schneller. Ich hoffe, ich krieg's gebacken hier. Pass lieber auf, sonst ist es blitzschnell schnell vorbei. Ah, nix da. Das Einzige, was vorbei ist, ist dein Leben. So, daneben. Ich werde dich gerne aufschlitzen. Da, Kopfnuss. Bam. Gott. Super, sage ich nur. Gift. Wer wird wissen, welches es ist? Was? Ach du Scheiße. Was macht das Gift mit mir? Auf alle Fälle vibriert der Controller wie verrückt. Ich hoffe, ich gehe jetzt hier nicht drauf, oder? Nee. Ah, jetzt ist es vorbei. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt noch so einen Aussichtspunkt. Weiß nicht, soll ich den gleich noch mitnehmen? Weißt du was, wir stehen eh davor. Nehmen wir den noch schnell mit. Nach oben schießt. Ach, doch geht. Ah, schön. Dann spare ich mir jetzt hier das restliche Rumhampeln. Halt, halt, halt. Wie wär's, wenn du da hochgehst, ganz einfach? Gut, Meister. Dann zieh dich hoch. So müssen wir machen.
Gut, dann haben wir das ja auch mal ein bisschen, ich nenne es mal, erforscht. So, weiter. Nicht, dass jetzt hier gleich ein Zug kommt und mich auf einmal überfährt. Wäre nicht so geil. So. Schön, dann holen wir uns hier die Kutsche. Und machen uns auf den Weg. Ganz kurz gucken. Achso, Southwark war das gerade. Also so wirklich viel erobert habe ich jetzt eigentlich nicht, ne? Das Einzige, was ich mir bis jetzt geholt habe, das war Whitechapel. Der Rest eigentlich so noch gar nicht, aber mir fehlt ja auch noch einiges, muss ich sagen. Drei Templer. Also eigentlich fehlen mir hier überall noch drei. Die anderen weiß ich jetzt gar nicht, für was die stehen. Sklaven befreien, glaube ich, drei Stück. Burg, wahrscheinlich auch irgendwas zurückerobern. Das andere so eine Art Attentat oder so. Aber warte mal ganz kurz. Ich sehe gerade hier Fundstücke. Ich habe hier auch noch nicht alles. Ach, schau an. Ich kann hier noch hin und her wechseln. Henry Green. Robert Topping. Ich weiß jetzt gar nicht, für was das hier eigentlich steht. Wahrscheinlich für die Aufgaben, die wohl zum Lösen waren. Und das sind die einzelnen Aufgaben noch. Okay. Naja. Egal. Dann gehen wir jetzt auf der Reise hier mal weiter. Den Rest überlege ich mir dann noch, wie ich es mache. Aber auf alle Fälle. London. Braves Mädchen. Bring dich wieder unsere Fittiche. Langsamer. Hoppala. Gut, auf geht's. Neue Mission. Vorsichtig, Mr. Bell. Jedes lohnende Unterfangen ist voller Gefahren, meine lieben Freunde. Keines mehr als das ihre. Doch, sie haben mal wieder triumphiert. Wo wussten Sie das? Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist, dank Ihnen beiden. Wissen Sie schon, was noch in der Lieferung war? In der Tat. Ich fürchte, dass Starricks Gift seinen Weg auf den freien Markt gefunden hat. Wenn er glaubt, das würde uns aufhalten, dann irrt er sich. Gut. Also, das haben wir abgeschlossen. Einen neuen Fähigkeitspunkt haben wir bekommen. Das ist natürlich auch sehr erfreulich. Ich hoffe nur, wir können auch damit was anfangen. Zwei haben wir. Der erste Combo, den sie während einer Combo einstecken, beendet nicht länger ihre Combo. Wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Betäuben Sie den Gegner mit A und führen Sie dann mit Y eine Gerätekombo aus. Ich glaube, das klingt sogar fast geiler, oder? Aber da brauche ich immer Munition in der Pistole. Also es sind schon ein paar andere Sachen dabei. Sie finden bei allen Quellen mehr seltene Herstellungsmaterialien. Hm. Schleichwertung. Was sind jetzt da eigentlich optimal für mich? Ich meine... Warte mal kurz, was haben wir hier? Assassinen-Samtpfote. Sie leiden durch Stürze weniger Schaden. Ist auch nicht verkehrt. Und bei der Landung keine Geräusche mehr. Ist natürlich auch sehr, sehr geil. Wurfmesser betäubt Gegner für kurze Zeit. Was?
wenn sie während einer Kombo mit einer leeren Waffe schießen, laden sie automatisch nach. Kollision führt zu weniger Schaden. Und reduzieren sie den erlittenen Fernschaden. Eieiei. Ist ja nicht alles geil, aber ich, weißt du was? Ich mach das einfach so. Ich fange hier nach und nach immer an, das abzuarbeiten. Dann machen wir jetzt erstmal das hier. Gut, mehr haben wir ja nicht. Schauen wir mal kurz, was wir noch herstellen können. Ausrüstung wäre natürlich ganz geil. Und zwar, irgendwas habe ich mir mal angeschaut gehabt. Ah, der Schlag war es jetzt nicht. 441. Schauen wir mal ganz kurz, was gab es denn noch? Aber es war irgendwie so ein Stecker oder war das ein Messer? 41. Achso. 65. Oh. Der ist natürlich noch geiler. 9876652. Mit brennendem Stolz von einem Meisterassassinen zu tragen. Herstellen. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ist der schon ausgerüstet, aber ich glaube, hoffe, ja. Ach, was haben wir hier? Halluzinierende Bolzen. Okay. Die kann ich jetzt auch herstellen. Mittlere Medizinflaschen. Um die Medizinkapazität zu erhöhen. Okay, pass auf, das ist auch nicht blöd. Aber ich kann nur einen herstellen. Aber immerhin. Der ist ja hoffentlich jetzt ausgerüstet, muss ich sagen. 624, 652. Ach, er betäubt eigentlich nur. Tödlichkeit weniger. Na gut. Unser nächster Auftrag ist wo? Hier unten, der Totenkopf. Ist auch noch Sequenz 4, Überdosis. Okay. Was? Schusswechsel gibt's? Ach, Schusswaffen. Revolver Modell 1. Hier habe ich jetzt so keine anderen Missionen zu erledigen. Dann passt es eigentlich, würde ich sagen, oder? Machen wir das doch. Was nehmen wir für eine Kutsche? Nehmen wir die hier wieder. So, einmal einsteigen, bitte. Ach, den Verbrecher töten. Warte mal, wo ist denn der? Hier bleiben. Was machst du denn? Wo läuft denn der hin? Zack. Tot. Und dann hat er nichts mehr für mich? Einmal den Rückwärtsgang, bitte. So. Sachte. Langsamer. Haben wir Tempolimit oder so? Ich glaube nicht. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. So, 300 Meter. Sorry, mein Kind. War so nicht geplant. Und es wird dunkel in London. Und es pisst in London. Was soll es auch sonst machen? Braves Mädchen. So. Ganz ruhig.